Dresden, der 9.11.2016. Mein Name ist Lothar Langen. Ich lebe in Dresden und spreche aus aktuellem Anlass zur Trump-Wahl zum 45. Präsidenten der USA oder aber davon, wenn die Realität die Propaganda der weiße Herrenrassen-Elite und ihrer Schergen ad absurdum geführt wird. Oder aber der fast globale gleichgeschaltete Propaganda-Apparat der Massenmedien inklusive Deutschlandfunk begreifen müssen, dass sie sich ihre Zähne ausgebissen haben, ein weiteres Mal ihre Unseriosität bewiesen haben. Hatten die gleichgeschalteten Medien der weiße Herrenrassenelite und die manipulierten Klaköre aller Grüne, SPD, CDU und CSU und Herr Friedrich Merz, Vorsitzender der Atlantikbrücke, im Deutschlandfunk von heute Morgen im Deutschlandfunk als korrupte und gebrainwaschte Sprechblasen der politischen Kabale wie die ganze bürgerliche Journalie und ihre eingekauften Experten und Wahlforschungsinstitute sich geirrt, überhaupt nicht mit einem Wahlsieg Trumps rechneten, unisono den Leichenberg der damaligen Außenministerin Hillary Clinton übersahen, mit über 10 Millionen liquidierten Arabern und anderen Ethnien, siehe Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan etc., der jüngeren Weltgeschichte nicht erwähnt. Die gleichgeschalteten Medien und den Politmarionetten über die betrügerische Praxis der Clinton Foundation, die sich schamlos an den Hilfsgeldern für den Wiederaufbau Haitis bereichert hat, nicht berichtet, die Matrix-Medien sich mehr für plumpe, erotische Ernährungsversuche des Herrn Trump an volljährigen Frauen interessierten, doch vorsätzlich vergaßen, sich mit den Kindermissbrauchsverfahren der Clintons zu beschäftigen. Hatten sich die gleichgeschalteten Medien mit dem Sexualleben eines Donald Trumps beschäftigt, ausschließlich befasst. Es waren die Propagandamedien, die die Schlammschlacht des USA-Wahlkampfes konstruierten, zum Teil Jahrzehnte verflossene Sexeskapaden, vor allem bei Trump titelten, um ja nicht auf die eigentlichen politischen Inhalte seiner Wahlkampfreden einzugehen. Denn dann hätten sie begreifen und darstellen können, dass Herr Trump nicht nur die gefühlten Ängste eines zunehmend größer werdenden Bevölkerungsanteils der USA wahrgenommen hat, nämlich die Massenarbeitslosigkeit. Über 55 Millionen Menschen sind in den Staaten auf Lebensmittelpakete von Hilfsorganisationen angewiesen. Also ein Sechstel bis ein Fünftel der Lebensbevölkerung der USA, millionenfache Obdachlosigkeit ihrer Bürger grassiert, die brutale Verarmung der Mittelschicht aggressiv vorangeschritten ist, die erbarmungslose Ausplünderung von in den USA lebenden Latinos, denen durch neu zugewanderte Latinos ständig die Löhne gedammt wurden, dessen halben gerade Latinos und Schwarze den propagierten Rassisten Trump, wie die Medien die Gleichgeschalteten häufig schrieben, wählten. Nicht erwähnt wurde, dass die Vernichtung der USA-Industrie ihrem Outsourcing nach China und anderswo in den Staaten die sogenannten Arbeitsplätze, Existenzen vernichtet wurden, wodurch die USA unter anderem zentrale industrielle Kernkompetenzen über Jahrzehnte verloren hat. Nicht benannt wurde in den Matrix-Medien, dass die USA-Ökonomie, belastet durch Importe von Industrie- und Konsumgütern auf Kredit, bei anderen Volkswirtschaften zumeist, auch bei den Deutschen,
auf Kosten anderer Völker lebten und dann verschärfend durch ihre aggressive Kriegspolitik auf der Welt. Gerade hier wirkte Frau Clinton, die Kriegsverbrecherin, die Völkerrechtsverbrecherin, mit entsprechend horrenden Kosten der Volkswirtschaft wegen der Rüstungsindustrie als Ganzes aber finanziell pleite sind. Verschwiegen wird der gesellschaftliche Umstand, dass gerade im vermeintlich freiesten aller Länder mehr Menschen im Gefängnis eingesperrt sind als in Russland, China, Nordkorea und gar dem Rest der Welt zusammen. Die Journalie hat restlos die Rede von George Friedman vom Stratfor-Institut 2015 in Chicago verdrängt, vergessen oder war zu dumm, diesen historischen deutbaren Beitrag wahrzunehmen, in der er, Herr Friedman, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine historische Tatsache, aussprach, dass es seit über 100 Jahren das Ziel der Außenpolitik der USA sei, die Annäherung von Deutschland und Russland zu verhindern. Genau mit dieser Rede von Herrn Friedman vom Stratfor Think Tank schimmert die historisch deutbare Frage auf, ob sich die Entwicklung der sogenannten zwei Weltkriege, die sich besonders zwischen Deutschland und Russland austobten, endlich einmal kritisch, ganzheitlich beantworten lässt. Da ja zum Beispiel die 10 größten Finanzierer der NSDAP bis zur Machtergreifung 1933, dann konnten sie sich am Staatsetat bedienen, 10 angloamerikanische Banken Industrietrusts waren, die die NSDAP bis 1933 finanziert haben. Dieses ist ebenfalls keine Verschwörungstheorie, aber eine historische Tatsache. Also ohne diese 10 Großfinanziers der NSDAP, um die Machtergreifung lancieren zu können, wäre uns womöglich der sogenannte Zweite Weltkrieg erspart geblieben. Denn ohne Moos nix los. Herr Trump hat vieles im Wahlkampf angekündigt, versprochen. Doch wenn Herr Trump nur ein wesentliches Ziel seiner politischen Programmatik einlöst, die Reindustrialisierung der USA selber, also wieder auf dem Heimatmarkt selber zu produzieren, anstatt auf Kredit im Ausland einzukaufen, hat Herr Trump das Zeug, ein großer Politiker zu werden. So wie es Herrn Trump gelungen ist, die High-Ended-Propaganda-Medien, die einheitlich Führerbefehl wir folgen gegen ihn agierte, in die Bedeutungslosigkeit zu bannen, ist ihm die Lösung der kleineren Aufgabe, die USA wieder zu einem Hort der Industrie zu machen, mit zwangsläufig verbesserten Beschäftigungsverhältnissen für Abermillionen USA-Bürger zuzutrauen. Eine andere friedliche Chance haben die USA allerdings nicht, wirtschaftlich, gesellschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Wenn deutsche Spitzenpolitiker im Stechschritt sich überrascht, ja geschockt vom Ergebnis der USA-Wahl 2016 zeigen, siehe Deutschlandfunk heute Morgen, am Wahlmorgen also, keiner hatte mit einem Trump-Sieg gerechnet, dann ist dieses der Ausdruck, in welch kollektiver Verblendung auch dieses deutsche Polit-Establishment steckt.
sie reihenweise die Opfer ihrer eigenen Propaganda, ihrer eigenen Lügen geworden sind. Die Krokodilstränen dieser deutschen Spitzenpolitiker, ob der Wahlniederlage der Massenmörderin Clinton im Deutschlandfunk, von den Grünen, der CDU, dem Herrn Gysi und Co. und dem Herrn Merz, lässt hier das Stockholm-Syndrom erkennen oder die Wirkungsmächtigkeit der Auschwitzkeule. Diese Politiker gehören dann wegen psychischer Unzulänglichkeit auf die Couch eines Psychoanalytikers oder in den Knast für ihre Völkerrechtsverbrechen, aber auf jeden Fall nicht mehr in ein Parlament gewählt. Der Römer Cicero hatte schon 50 vor Christi gesprochen, dass in Rom Zeiten angebrochen seien, in denen Menschen, die in Rom im Leben nichts geschafft hätten, in die Politik gingen. Doch so, Cicero, könne sich Rom dieses, doch Rom könne sich dieses nicht mehr leisten. Es wird Zeit, dass dieser Satz am Reichstagsgebäude gut lesbar angebracht wird.